Ja, Stefan Lutz, das war ein ganz wilder Ritt. Die Piste wird, glaube ich, langsam schon ganz schön ruppig. Ja, man merkt schon, also die Piste ist in einem sehr guten Zustand, aber ein bisschen, ein paar Schläge merkt man dann schon. Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr gute Piste. Der Ted Ligety hat da richtig einen runtergezaubert. Glauben Sie, dass den noch irgendeiner aufhalten kann? Nee, also vielleicht im zweiten Durchgang, dass welche noch näher hinkommen. Aber ich denke, dass der Ligety ein sehr großer Favorit ist, auch für den zweiten Durchgang, wie er auch in diesem Jahr schon sehr oft gezeigt hat. Fritz liegt auf 5 extrem gut. Was trauen Sie ihm hier zu? Ja, der Fritz, dem traue ich noch einiges zu. Speziell, weil er im zweiten Durchgang auch meistens nur eine Schippe drauflegen kann. Und ich drücke dem Fritz und dem Felix jetzt die Daumen, dass die zwei das nach Hause fahren jetzt. Was kann man bei so einem WM-Hang hier noch lernen? Was nimmt man da mit für die Zukunft? Ja, einfach auch die ganze Atmosphäre und so. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber ich bin eigentlich hingegangen wie bei einem ganz normalen Rennen. Und leider hat es nicht geklappt. Und ja, ich genieße das jetzt noch ein bisschen hier und dann schauen wir weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.